kann auf Wave 4 nicht schicken, ey. Ich muss jetzt so lange sammeln. Es war keine gute Idee, dass ich so lange safe. Be One Step Ahead, meine lieben Freunde. Wir spielen wieder ein wenig Legion Tower Defense. Und ja, ich hoffe, euch geht es gut. Wir schauen mal hier, wie wir unsere Kombination aufbauen könnten. Ich habe leider keinen Healer drin, sodass ich den Albtraum nehmen könnte. Aber ich muss leider auch sagen, dass ich auch kaum was anderes Gutes habe. Also würde es wahrscheinlich der Albtraum werden, ohne Heal, mit Pulverizer. Ich denke mal, mir bleibt keine großartig andere Möglichkeit. Den Ochsen hätte ich noch gerne irgendwie noch drinne. Die Frage ist, ob brauche ich den Wüstenpilger oder brauche ich eher den Infiltrator? Der, wenn man den upgradet, gibt natürlich ganz schön viel HP dazu, was schon mal nice ist. Ich glaube, ich habe auf dort teure Units. Ich muss es wahrscheinlich so machen. Und ich fange mit dem Ochsen an. Sonntags wäre wahrscheinlich sogar noch besser gewesen, aber ich hätte da mal wieder keine Zeit zum Überlegen. Ja. Und was spielt mein Gegner? Eieiei, die Priesterin. Er spielt die Priesterin. Wir versuchen mal was, Leute. Ich schicke mal nicht auf Wave 2. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er auf Wave 2 was bauen wird, weil er genau weiß, dass die Priesterin schwach auf Wave 2 ist. Sondern wir schicken bei Wave 4. Also wir sammeln richtig lange. Schauen wir mal, wie das ballert. Im letzten Video habe ich euch ja aufgefordert, dass ihr mir bitte mal in die Kommentare reinschreibt, was für Guides ihr möchtet von mir, wo ich euch helfen kann. Eieie, der ist natürlich brutal auf Wave 4. Da haben einige von euch schon geschrieben, ich danke euch deswegen. Schon mal gute Ideen. Ich sammle auf jeden Fall weiter die Ideen. Also wenn ihr irgendwelche Guides von mir haben möchtet, wo ihr denkt, okay, da habe ich Probleme, da kann euch der gute Simbad vielleicht helfen. Schreibt es unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, wir machen eine Maske, wir machen noch einen Infiltrator und dann schauen wir mal, wie die Wave überleben. Ich kann auf Wave 4 nicht schicken, Leute. Also er hat gute Counter. Kann auf Wave 4 nicht schicken. Ich muss jetzt so lange sammeln. Es war keine gute Idee, dass ich so lange safe. Ah, hier werde ich ordentlich liegen. Leider Gottes. Dann nehme ich noch die mit. Wenigstens nehme ich noch die mit. So, Gegner hat auch geleakt. Auch wegen einer Boot. Ich muss auf Wave 5 schicken. Mir bleibt leider keine Wahl. Und ich weiß nicht mal, ob ich bei Wave 5 durchkommen würde. Bin ich ehrlich. Weil die Priesterin macht schon guten Damage. Und wenn er jetzt AOE-Units raushaut. Eieieiei. Ich hätte lieber gerne 70 Mephium gehabt, damit ich die Maske upgraden kann, aber so viel Gold habe ich leider nicht, weil ich die ganze Zeit safe.
So. Er hat die Maske abgegradet. War aber auch klar. Er splittet ziemlich gut. So dass jede Einheit gleich viel Damage bekommt. Macht er gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Ja, wir gehen hier nochmal auf den Worker und dann schaue ich mal, was ich gehen könnte. Ich könnte natürlich Maulwurf gehen. Gegen den ganzen Viecher, die er hat. Das macht sogar Sinn. Wir versuchen es einfach mal. Wenn mein Gegner jetzt hier nicht liegt, habe ich ein riesiges Problem. Bin ich mir ziemlich sicher. Das sieht schon mal nicht so gut aus. Der Spinnkönig direkt raus. Was aber auch, ja, klar ist, ne? Muss man ja auch sagen. Die Frage ist, ob jetzt hier der Damage reicht. Also ich sollte wahrscheinlich durchkommen, aber ich habe jetzt, ja, 5 Runden gespart, damit ein Maulwurf mit einem Skorpion durchkommt. Das ist nichts. Das wird er hier halten. Mein Gegner gesendet die Runde? Nee, hat er nicht. Ich glaube, ich muss jetzt lang einfach schicken, damit ich wieder Gold reinbekomme. Ich hätte gerne eigentlich einen Einsiedler geschickt hier, aber das fällt erstmal weg. Ich glaube, ich mache den königlichen Wächter hier. Ich könnte auch die Maske verkaufen und dann einfach Infiltrator bohren. Also upgraden, das wäre auch eine Möglichkeit, aber ich glaube, der königliche Wächter tankt hier eine Menge. Ah, mein Spiel leckt wieder. Klassiker. So, Gegner schickt wieder nichts. Das könnte gut sein, dass gleich die Priesterin stirbt. Ja, die stirbt. Das ist schon mal nice. Das heißt, der Damage ist so ein bisschen rausgenommen. Aber ob das hier reicht, weiß ich nicht. Ich glaube, die Masken erledigen das tatsächlich. Mein Kollege hält. Der müsste eigentlich auch halten. Ne, hier kommt er durch. So, 70 plus 120 braucht 190 Gold. Das heißt, wir schicken hier nochmal eine Echse, damit wir nochmal Gold generieren. Ich brauche 190 Gold, um die Maske abzugraden. Also zweimal. Ich habe ja die noch für Level 1. Weil die Maske hier echt stark ist. Zack, zweimal abgegradet. Und damit sollte ich relativ safe sein auf der Wave. Ich versuche mal auf der nächsten Wave den Sanddachs zu bauen, wenn er mir hier wieder nichts schickt. Aber schauen wir mal. Er schickt einen Maulwurf. Auf Wave 7 macht das meiner Meinung nach nicht so viel Sinn, weil die Einheiten einfach nicht so viel HP haben, dass man sagen kann, yo, das rentiert sich hier. Schauen wir mal, ob er hier durchkommt. Also kann sein, dass hier der Maulwurf durchkommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch mehr durchkommt. Na, wie man hier schön sieht, also ich liege hier die Maulwurf und drei kleine
ja, Blobs. Das ist in Ordnung tatsächlich. Gehe ich auf zwei Worker mehr? Ich glaube ja. Und jetzt ich. Wir kriegen ein wenig King Damage, aber ich denke mal auf lange Sicht ist das okay. Ich bräuchte sogar nichts zu bauen. Ich brauche sogar hier nichts zu bauen, aber nee. Wir bauen mal hier noch so einen Wächter und dann schauen wir mal, dass wir hier noch unbedingt einen Worker bauen. Also für die nächste Runde kann man auf jeden Fall nochmal einen Siedler schicken. Oder man kann einen Schick für Wave 10 einfach einen Healer oder sowas. Das könnte auch schon ausreichen. So, wir pushen wieder Worker. Sollte hoffentlich reichen. Mein Kollege liegt nicht. Oh, das sieht echt knapp aus. Oh, sehr gut. Er hat es gehalten, er hat geleakt. Aber dafür hat er auch gut was bekommen und er hat nur diese paar Units geleakt. Also war nicht wirklich Wurf. Aber wir kriegen trotzdem Gold. So, 120. Wir machen den Albtraum. Und gehen nochmal auf den Worker. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel Value habe. Um was denn? Krass. Wahrscheinlich, weil der Gegner mir die ganze Zeit schickt, brauche ich nicht viel Angst zu haben. Ich könnte hier durchkommen tatsächlich. Der Gegner hat gar nicht so viel. Wichtig ist nur, dass die Frontline relativ schnell wegbürste. Aber das wird er halten, leider. So, ich halte das logischerweise auch. Er hat ein Millennium gebaut. Interessant. Ich warte mal ab mit den Workern, also ich will jetzt nicht nochmal Worker bauen. Wieder ein Leak, sehr nice. So, wir schicken den Einsiedler. Wie mache ich das am besten jetzt? Den Sanddachs brauche ich aktuell noch nicht. Frage ist, brauche ich noch viel Verteidigung? Aber mir bleibt leider nicht viel übrig. Jetzt das. Ich hoffe, der Damage reicht und meine Albträume werden nicht schnell rausgefokust. Aber es sieht gut aus. So. Ui. Mein Healer ist schnell rausgenommen worden, das ist nicht so gut. Wenn er den hier schnell rausnimmt, habe ich noch eine Chance. Aber nee. Hat zu lange gedauert. So, wir nehmen Pulverize. Packen das auf den Albtraum. Ich kann hier auf Damage gehen, dann gehen wir nochmal auf 12 Worker. Und ich versuche mal auf 12 zu schicken. Mein Kollege schickt auf 11, aber ich bin immer noch kein Freund von 11. 11 ist irgendwie so schwach geworden. Die meisten
Halt ein Elf relativ easy. So, wir pushen wieder Worker. Wir wollen ja vorne bleiben. Obwohl ich gar nicht vorne bin, aber besser gesagt, ich will nicht weiter abflachen. Der Kollege hat mal geleakt, das sehe ich nicht so oft, aber er hat auch echt viel bekommen auf der Wave. Und wenn man die Dinos jetzt zusammenrechnet mit der Äxte, die der Gegner gekillt hat, macht keinen großen Unterschied mehr. Also gefühlt hat er die Wave nicht geleakt. Aber wir kriegen trotzdem das Gold, ne? Das darf man jetzt auch nicht kleinreden. So. Jahrhundert, das ist schon, das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Vielleicht sollte ich mal langsam den Sanddachs bauen, obwohl er hier nicht gut ist, aber ich brauche den so oder so noch. Und dann machen wir mal Kick-Upgrades. Sollte reichen. So, wie sieht's hier aus? Er hat die Azeri upgraded, was für mich schon mal gut ist. Weil eigentlich die Azeri ist ja nicht gut. Frage ist natürlich, ob das immer noch reicht. Sieht leider nicht so aus. Ne, der hält das. Krass. Also er hat eine gute Verteidigung, obwohl er auf AOE geht. Also er macht das hier gar nicht mal so schlecht. Muss ich ihm loben. Da muss ich glaube ich hart sammeln, wenn ich ihn zum Leaken bringen will. So, wir graden unseren Doppelgänger ab. Der ist hier nicht gut auf der Wave. Aber er macht unglaublich guten Schaden an sich. Es sind ja nur 6 Einheiten, die hier sind. Also wird er schon seinen Soll erledigen. Ich überlege gerade, wo ich schicken könnte, frühestens. Also wenn ich... Also 13 ist nicht möglich, 14 wäre eine Möglichkeit, aber er hat sehr viel Stichschaden. 14 ist schwach gegen Stichschaden. Die Masken hauen schon rein. 15 hat er die Azeria, er wird nicht nur eine bauen. Ich denke mal, da kommt noch eine. Kann sein, dass ich auf 16 schicke. Natürlich muss ich bis dahin gut sammeln. Keine Frage. Aber ich sag schon mal meinen Kollegen, dass ich bei 16 schicken möchte. Mal sehen, was er sagt. Er kommt hier durch mit 3 Echsen. Das ist nice. Das ist richtig gut. So, mein Gegner hat mir auch 120 geschickt. Ich gehe mir auf 2 Worker mehr. Obwohl, wir warten mal kurz. Ich will den Sanddachs upgraden. Ich brauche noch genug Gold dafür. So, 500 Punkte minus. Das ist echt viel. Ich könnte mal langsam gucken, dass ich rerolle. Oh, da habe ich schon den Metzger. Problem ist, ich müsste jetzt meine Maske verkaufen, damit die beide profitieren von Metzger. Ui, der schickt ja ordentlich. Ach, der hat Echsenarmee gemacht. Der hat mich richtig genutzt. Was? Stichschaden brauche ich, denke ich mal, nicht. Wir haben Magieschaden durch den Infiltrator. Den Metzger nehme ich rein. Und sonst habe ich nicht viel hier, was ich hier reinnehmen könnte. So, wir beide haben geleakt. Das war ordentlich, muss man schon sagen. Aber der Gegner hat hier auch geleakt. Krass.
Frage ist jetzt, ist es zu Ende? Ich glaube nicht. Ich habe ein paar Upgrades gemacht gehabt. Aber wir kriegen schon guten Schaden, keine Frage. Aber Gegner sollten auch ein bisschen Schaden kriegen. Ja, wir haben gut 70% HP verloren. Das ist too much, bin ich ehrlich. 700 Punkte minus noch. Ich mache wahrscheinlich was Dummes. Aber ich habe gerade keine große Auswahl. Mein Kollege muss für mich halten, aber der hat selber keine Magie-Einheiten. Schade. So, jetzt schicken wir auf jeden Fall ein Vierauge, Rudelsführer, Maulwurf, komplett die ganze Palette schicken wir jetzt. Frage ist natürlich, ob das reicht. So, den großen lasse ich leider durch, glaube ich. Ja, definitiv. Und ich habe die Flamme, das ist nicht gut. Das heißt, Gegner kriegt wieder Shutdown Gold. Ja, zwei dieser Maschinen, krass. Die machen natürlich ordentlichen Schaden. So. Wir machen hier eine Einheit. Und nochmal einen Ochsen. Dann Worker. Und dann gehen wir mal auf ein paar Upgrades. Ich glaube, die Doppelgänger waren hier ziemlich gut. Die machen ein paar Upgrades. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier durchkommen. Er hat eine Menge Feuerelementareinheiten, aber ich habe Aura-Einheiten, die dagegen wirken. Ich sollte hier durchgehen wie Butter, bin ich mir ziemlich sicher. Nice. Guckt euch mal, wie viel er liegt einfach. So soll das aussehen. Und der liegt auch und es ist einfach GG. Also ich habe ordentlich gespart, ich habe auch ordentlich kassiert, muss man sagen. Der Gegner hat gut gespielt. Der hat gut seine AOE-Units ausgehalten. Oder eingesetzt, besser gesagt. Und dann hat er die meisten von meinen Waves, Sense, die ich ihm geschickt habe, einfach überlebt. Hat er gut gespielt. Aber sobald man mehr sammelt und wirklich eine große Armee schickt, dann kriegt man Probleme bei AOE-Units. Und ja, das war's, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo freuen. Und durch ein Abo passt hier keiner meiner Videos. Also haben wir hier eine Win-Win-Situation. Und sonst, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und be one step ahead. Haut rein. Ciao.